Was man da sieht, sind Vorbereitungen zu einer ganz heldenhaften Geschichte. Ich glaube, das kann man nicht anders sagen. Da direkt neben dem Müll, da darf man übrigens nicht aufsteigen, sonst zählt es nicht, geht es am Baum auf. Also eigentlich müsste der Weg heißen Weg des Baumes. Und es geht, also ich habe jetzt keinen Migrationshintergrund aus einem anderen Kulturkreis nicht, aber es geht um die Wiederherstellung der Ehre. Von unserer Ehre als Gesellschaft. Weil es gibt da also, ich spreche das Wort ungern aus, aber es gibt da haufenweise Routenschänder. Also Leute, wo nicht nur auf dem Müll drauf gestanden sind, nein, gar nicht, sondern wo da einfach ein Lord drauf ist. Also ich nenne jetzt keinen Namen nicht, aber ich gebe einen Hinweis, nämlich dass einer von denen am Filmer ist. Und der ist allen Ernstes ein Lord drauf. Das muss man sich vorstellen. Also man muss sich's vorstellen, weil der Helmut Lord da nicht gefilmt hat. Jetzt ist mir doch der Name ausgerutscht. Aber klar, weil es einem peinlich gewesen ist, dass er, wie übrigens außer mir alle Leute, ein Lord drauf ist. Also, liebe Zuschauer, wir sind uns hoffentlich einig, dass ein Lord vielleicht noch was im Gletscherbach am Everest verloren hat oder ein Dachboden auf, aber nicht da, quasi als Abkürzung vom Einstieg. Interessant, das Seiling. Sehr interessant. Super. Ganz toll. Also, da jetzt nicht die erste, sondern zweite Seiling. Gut. Super. Das hat natürlich deutlich leichter gegangen, gell? Wobei der Michael gleich ein bisschen eine Show draus macht. Aber ganz leicht ist eh nicht. Kann gut sein, dass das die Schlüsselste ist. Ja. Abgesehen vom Baum natürlich. Schön fein muss man da hinsteigen. Kleine Griff und Tritt. Aber nicht dramatisch. Natürlich schon fast kletterhallenmäßig abgesichert. Michael nennt es übrigens Weiberkletterei. Also, hat er so gesagt, ja. So, jetzt sind wir schon ein Heisel weiter. Der Michael möchte schon weiterklettern, aber dann überlegt er sich anders. Er findet, ich soll die Weiberkletterei zweimal machen und ihm für die nächste Länge noch ein paar Friends bringen. Na gut, okay, kein Problem nicht, ist ja auch schön. Hat noch andere Vorteile, wie man sieht, und währenddem, dass ich die Friends suche, genießen die anderen zwar die Aussicht. Und dann komme ich wieder. Natürlich auch beim zweiten Mal im reinen, eleganten, ästhetisch einwandfreien Stil, wo, finde ich, an eine prima Ballerina erinnert. Und dann geht es schon wieder ums Gleiche. Die Ehre vor der Seilschaft ist schon wieder in Gefahr. Ganz arg sogar. Da gibt es nämlich Leute, wo da abseilen. Ein rechter griebiger Stand geht daher und jetzt sieht man auch, von wo das Drutten einen Namen hat, also einen ursprünglichen Namen. Also ich glaube, jetzt in der Regenzeit im November besonders schön. Kleine Blüten zauberhaft vom Sonnenlicht geweckt, zeigen dir, welche Kraft in ihren Wurzeln steckt. Ja, ich bin fein nicht nur alpinistisch, sondern auch noch literarisch und romantisch veranlagt. Aber einer hat im selben Moment ganz andere Empfindungen. Mein Gott, das ist ein Scheiß. Ja, so ein Wort nimmt man doch nicht in den Mund. Aber alles hat ein Ende, auch der Seilverhauer. Und Seil hat sogar zwei. Riefel, außerhalb vom Rissklettern, unglaublich. Ja, wenn er es außerhalb vom Rissklettern kann, ist der Michael ja eigentlich enttäuscht. Aber er lässt sich nichts anmerken, gell? So, endlich kann er ein bisschen neige. Ja, also, wenn da jeder einen Risser so herarbeitet. Also, für deine Friends hat er noch nicht so viel verbaut. Eigentlich nur einen. Ich habe allweil mehr das Gefühl, dass die Aktion mit der doppelten Weiberkletterei nur ein Element gewesen ist von der Bewegungstherapie, wo der Michael für mich ausgearbeitet hat. Aber auf jeden Fall ein super schöner Riss, nicht schwer, aber das macht nichts. Es kann ja auch mal ganz gemütlich sein.
Übrigens, Stehling ist gar nicht so leicht, wie es ausschaut. Jedenfalls, wenn man kleiner ist als wie ich. Aber recht schön natürlich. Unter dir geht die Tour, man möchte es gar nicht glauben. Einmal wieder auf. Unglaublich, wie weit man da queren kann. Man meint, der Berg war schon fertig, aber immer geht es noch weiter um. Aber wie soll man sagen, oben aussehen wird es jetzt schon ein wenig banal. So, da stehen jetzt Vater und Sohn auf dem Heiligen Geist und schauen auf die Welt ab. Und der Theolog präsentiert das Ganze. Ja, was möchte man mehr? Also ich bin ja da schon abgeseilt, nicht nur vor einer Minute, sondern auch vor gut 3 Jahren. Einen Abseilstand habe ich gleich übersprungen. 60 Meter Seil sind halt schon gut. Oder auch nicht. Ja, wenn es nicht der Heilige Geist war, wo wir rumgekackselt sind. Ich weiß nicht, dass ich das überhaupt wegbringe. Da die sagen, Kreuzbirnbahn Hollerstaun. Sag ich jetzt nicht, aber Tatsache ist, oben hat sie der Seilknoten gefressen. Und der Michael hat schon gemeint gehabt, dass sie nicht so schlau war, einen Abseilstand zum Überspringen. So ganz laut hat er es dann auch wieder nicht gesagt, also nur so kleinlaut, weil er hat sich möglicherweise gedacht, na gut, das, dass das jetzt ganz spontan auch noch ganz gut reinpasst hat in die Bewegungstherapie. Also möglicherweise. Das ist jetzt übrigens nicht Zeitraffer, gell? Man sieht auf jeden Fall, es geht nach dem Verursacherprinzip, Sackelzement. Aber natürlich, alles hat ein Ende. Und dass jetzt zwei von den Enden immer noch zusammengenutzt sind, ist zwar einerseits ganz kommod, aber andererseits denken wir jetzt einfach nicht fest dran. Und kaum sind wir herund, wird natürlich schon gleich die nächste Tour geplant. Zum Machen gibt es ja da noch einen ganzen Haufen. Super schön.